Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Die US-Aktienmärkte befinden sich auf Rekordjagd. Wir möchten Ihnen eine kurze Einordnung zu diesem Thema geben. Zunächst sehen Sie hier mal dargestellt den Verlauf von drei großen US-Indizes. Zum einen der Dow Jones Industrial, den sehen Sie in diesem Türkisblau. Sie stehen hier oben, da sind wir wirklich auf einem Allzeithoch angekommen. In Rot, da sehen wir den Nasdaq 100, also die technologielastigen Unternehmen. Da hat das zwar relativ lange gedauert, bis wir das Hoch aus der Boomphase der 2000er Jahre zu Beginn des Jahrhunderts wieder erreicht haben, aber finally haben wir es dann doch geschafft und hier in diesem dunklen Blau der S&P 500. Mir geht es jetzt hier weniger darum, die einzelnen Indizes durchzugehen, sondern Ihnen mal zu demonstrieren, dass das wirklich hier die verschiedenen Leitindizes trifft. Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Skalierung am linken und rechten Rand verwirren, da die Indizes eine verschiedene Logik haben. Was die Berechnung betrifft, haben wir hier eine gewisse Unterschiedlichkeit, aber Sie können doch sehr schön feststellen, dass wir hier eine Allzeithochthematik auf den verschiedenen Indizes haben. Die Frage, die wir uns aber viel tiefer stellen müssen, ist natürlich die Frage auch der Bewertung. Und hier habe ich Ihnen mal mitgebracht die konkrete Fragestellung, dass wie vielfache des Ertrages bezahle ich eigentlich, um einen Vermögenswert zu kaufen. Und Sie sehen das hier in Rot dargestellt, dieser Wert von 43,10. Das heißt nichts anderes, als dass Sie bei dem aktuellen Zinsniveau, das wir für eine 10-jährige US-Anleihe bekommen, das 43-fache des Jahresertrages bezahlen müssen, um es rechnerisch einfacher darzustellen. Bei einer Rendite von 2% wäre das Verhältnis eben 50, was Sie eben hier bezahlen müssen. Momentan also die Rendite leicht oberhalb der 2%-Marke und demzufolge das Verhältnis bei 43. Aber Sie sehen auch schon, die Renditen sind hier gestiegen, die Kurse sind gefallen bei den US-Anleihen. Dementsprechend die Anleihen waren schon ein gutes Stück teurer als aktuell. Wenn wir dann wieder den Blick auf die Aktienmärkte richten, dann sehen Sie hier in Dunkelblau das, was Sie häufig in den Wirtschaftsnachrichten lesen, das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das Wievielfache des Ertrages pro Aktie muss ich momentan bezahlen, um diese Aktie zu erwerben. Tendenziell je niedriger, desto günstiger, wenn man es auf einer sehr einfachen Basis formulieren möchte. Und da wird natürlich auch immer versucht zu interpretieren, ist es momentan angemessen oder ist es zu hoch und welche Schlussfolgerungen sind daraus hier auch zu treffen. Seltener, aber doch zunehmend schauen die Kapitalmarktteilnehmer aber auch auf das Schiller-KGV. Das Schiller-KGV ist das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis. Vereinfacht gesprochen nehmen wir hier die Gewinne der letzten 10 Jahre. Diese werden um die Inflation bereinigt und dieser Durchschnittswert, der wird dann eben ins Verhältnis zum aktuellen Preis der Aktien gesetzt. Damit möchte man im Endeffekt Ausschläge und große Ausreißer eliminieren. Und Sie sehen schon hier, dass das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis momentan ein gutes Stück teurer. Einige Kapitalmarktteilnehmer verweisen darauf, dass es doch eine ordentliche Abweichung vom historischen Durchschnitt hier momentan vorliegt und dass dementsprechend die Aktienmärkte zu teuer sind. Also, das ist auch ein Thema, was man sich anschauen kann. Dementsprechend im ersten Schritt haben wir nur auf die Punktestände geschaut, die sich bei den jeweiligen Indizes ergeben. Im zweiten Schritt haben wir jetzt nochmal noch die Bewertungen hier betrachtet und im dritten Schritt etwas, was wir nicht vergessen sollten. Hier sehen Sie mal dargestellt den S&P 500, also den Leitindex. Dargestellt an der linken Skala. Hier sehen Sie im Endeffekt mal den Verlauf für die letzten 20 Jahre. Wir sehen diesen sehr, sehr schönen Anstieg seit den dunklen Phasen der Finanzkrise. Und in diesem Dunkelblau sehen Sie die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen abgetragen auf der rechten Seite. Und da sehen Sie, da waren wir doch ein gutes Stück niedriger als heute. Jetzt hatten wir einen entsprechenden Renditeanstieg. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ab welchem Renditeniveau wird es denn wieder attraktiver, Anleihen zu kaufen? Also ab wann ist das Risiko, dass der Aktienmarkt zusätzlich bietet, also der Markt hier, dann wird er im Endeffekt zu teuer im Verhältnis zu dem sicheren Zins, den man mit Anleihen generieren kann. Und ich denke, je mehr die Renditen steigen, desto mehr wird man dieses Thema wiederum diskutieren. Also, Sie sehen schon auch hier, Zinsen sind nicht ganz unerheblich, auch für die Aktienmärkte und dieses Thema sollte man dementsprechend auch im Blick halten. Das war's schon für unser kurzes Update. Ich darf Ihnen für die Aufmerksamkeit danken. Wie üblich stehen wir für Rückfragen und Feedback zur Verfügung. Ich darf Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.